Ah, super, erstmal nachladen. Ich meine, du kannst mir ja eh nichts anhaben, von daher. Oh, der war legendär. Legendärer, ruchloser. Oh, 75% schnellere Bewegung beim Zielen. Okay. Ja, hier ist direkt ein Häuschen, wo sich noch mehr drin verbunkern. Die schnappen wir uns. Ja, ein Fallensteller, kein Problem. Noch ein Fallensteller, kein Problem. Und hinter uns ein Fallensteller. Die erinnern mich irgendwie an die Psychos aus Borderlands, aber ich habe echt Probleme, die zu sehen. Ich habe jetzt mal die Taschenlampe angemacht von dem Anzug, weil wir damit ja doch ein bisschen weiter gucken können. Also hier oben ist noch irgendwo einer, glaube ich. So, das war's mit dir, Kollege. Ruchloser Fallensteller. Der hat irgendwie mehr ausgehalten als der legendäre ruchlose Fallensteller. Also ich weiß auch nicht. Oh, noch weiter nach oben. Die bauen ja ziemlich hoch hier. Auch wenn ich da nicht hochkomme. Na gut. Dann ist das wohl so. Abkürzung. Zack. Ja. Nochmal legendär. Alle 20 Sekunden eine Chance von 30 Nahkampfangreifer in Brand zu setzen. Holy shit, jetzt kommen die mit so random Diablo-Effekten. Also, das ist für mich so überhaupt nicht Fallout-mäßig. Na gut, gehen wir mal weiter Richtung Leuchtturm. Man kann ihn noch nicht sehen, hätte ich erwartet, weil so ein Leuchtturm ist ja doch ein paar Meter groß. Ja, ja, die Leuchttürme. Geradeaus einfach. Das soll der Leuchtturm sein. Die kleine Pümmelspitze da hinten. Okay, ich wollte gerade sagen, hier ist irgendwas Größeres. Aber das muss ich dann doch erstmal erkennen. Und auf die Range nehme ich doch lieber das Ding hier. Das geht nämlich einiges besser. So, der ist jetzt gleich auch hinüber. Du bist eh kein Problem. Du stehst ja direkt vor uns. Da ist noch einer. Na komm, wir gehen mal näher ran. Ja, hier haben sie wieder so eine Steingrube. Kennen wir ja auch schon. Also das haben sie auch so ein bisschen recycelt, habe ich das Gefühl. Wow, was geht mit euch, Mann? Ja, wir hauen mal beide gleichzeitig weg. Ja, oder auch nicht. Er hat sich nochmal geheilt, weil er legendär ist. Kettenklinger. Ja, eiskalt. 20% Chance, den Gegner einzufrieren, wenn du... Okay. Wie gesagt, das sind so diese Random-Effekte. 20% Chance, dass ein Schaf vom Himmel fällt. Ich meine, holy shit, man. Können die sich nichts Vernünftiges ausdenken? Ist nicht so meins. Ich weiß nicht, was ich da gedrückt habe, ja, aber... Ich glaube, das hat hier voll die Sprengung verursacht, ja. Na gut, habe ich jetzt nichts gegen. Wir sollten nur mal gucken, dass wir gerade ein bisschen krasser heilen. So, der ist down. Da hinten ist noch ein Myerlock-Jäger. Ich finde es immer so schwer, die in Sicht zu halten bei dem Nebel. So, da kommt noch ein Myerlock. Blutrunstig. Da ist noch ein Fallensteller. Ja, wir sehen uns erstmal hier oben weiter um. Während die sich alle gegenseitig bekriegen, können wir ja nichts falsch machen, wenn wir uns ein bisschen Zeit lassen. Was? Ich meine, ich kann ja nicht mal die Leute wirklich erkennen, weil die so weit weg sind. So, wir gehen mal direkt in die Aggressive. Ich habe da keinen Bock gerade drauf, auf Fernkampf angestrengt irgendwie Gegner zu finden. Aua! Hat irgendwas mit mir gemacht? So, das war jetzt nämlich wesentlich schneller. Erschütterndes Sturmgewehr. Okay, deswegen haben wir getaumelt. Weil er uns hat taumeln lassen. Sprengstoffkiste. Ja, Myerlock, du musst mal kurz warten. Ich habe gerade eine Minute Zeit, um das Schloss hier zu knacken. Vielen Dank. So, rote Augen. Deswegen blutrünstig, ja? Ich schieße ja einfach ein paar hundert Mal auf deinen scheiß Panzer und dann kackst du schon ab, ja? Wow, so blutrünstig ist er. Ja, die sind wohl alle verkrüppelt da unten, weil die Explosionen sind halt gut beim Verkrüppeln. Das war gerade schon merkwürdig, aber ich höre gerade was viel Größeres irgendwo, ja? Ach,
so ein Ding. Meierlock Königin. Mein Gott, wie viele haben wir davon schon platt gemacht? Ja, schauen wir mal, ob wir irgendwas Großes haben. Werfen wir mal ein paar Granätchen. Ich meine, was soll's? Ja, das Ding spuckt wieder mit seiner ekligen Suppe. Das ist mir aber relativ wurscht und Latte. Macht immer noch guten Schaden, muss man sagen. Aber wir machen inzwischen auch mehr Schaden an dem Ding. Und da wurde es auch gerade schon ein bisschen verkrüppelt. So, Kollege. Vorbei. Ja, also vor dir haben wir keine Angst mehr. Das Königinfleisch nehmen wir trotzdem mit, weil das war immer gut. Das war immer lecker. Naja. Leuchtturm. Ich komme. Auf großen Schritten. Ja, das Raider-Lager. Ich weiß nicht, ich fand es ganz interessant, weil halt gleichzeitig noch Myloks da waren. So, wo ist er? Das ist der Leuchtturm. Die haben sich ja richtig eingenistet hier. Holy shit. Gnadenlose Fallensteller. Ja, Leuchtturm von Brookshead. Du verlierst jetzt erstmal deinen Head. Ja, Kollegen, es tut mir leid, euch das erzählen zu müssen, aber die Zeiten der Fallensteller sind vorbei. Seit ich auf dieser Insel bin, haben sich einige Dinge verändert, ja? Jetzt sorgt ja jemand mal für Recht und Ordnung und hier wird nicht mehr andauernd irgendwelche Zivilisten abgeschlachtet. Das gewinnt nicht mehr. Das finde ich nämlich unhöflich. So. Muss das sein? Siehst du nicht, dass ich mir gerade den Schaukasten angucke? Dafür kriegst du erstmal ein paar Erlöserkugeln. So, vielen Dank. Holy shit! Das war zu viel für ihn, Mann. Da platzt er gleich in alle Richtungen. Was haben wir denn da? Nee, gar nicht. Lösungsmittel. Ja, das war ganz okay, würde ich sagen. Da ist noch eine Power-Rüstung. Oder zumindest eine, die mal eine werden will. Ja, so ein Exoskelett, mehr oder weniger. Ja, dann gehen wir doch mal in den coolen Leuchtturm hier. Jetzt so eine breite, coole Spitze gehabt. Ja, so hoch ist er aber nicht. Also da kenne ich höhere Dinge. Ah, large coffee and a jelly donut. Fucking jelly. So delicious. Ja, und noch weiter nach oben. Und hier haben sie sich dann was gebaut, ja? Ein Bootaufzug. Ich glaub das nicht. Ja, Kollegen, tut mir leid. Aber ihr seid nicht gut gepanzert. Da kommt unser Lasergewehr jetzt mal zum Einsatz. So, du. Ebenfalls. Keine Chance. Ja, er staggert aber nicht so viel, wie ich das jetzt gehofft hätte. Wir jagen mal erst das Ding hoch. Gucken mal, dass wir seine Beine ein bisschen anschießen. So, das sollte jetzt auf jeden Fall down sein. Tatsächlich ist der Laser total für den Arsch, ja. Den müssen wir nochmal ein bisschen pimpen an manchen Stellen. Jo, legendärer Fallensteller. Der kriegt aber zumindest Schaden. Was wir mal machen können, ist Jet nehmen. Und damit mal eine Ladung auf den Kopf geben. Der zuckt ziemlich rum, der Kopf, aber insgesamt ist der Schaden ganz gut. Aber der ist halt wesentlich besser. Ein verstrahlter Gehstock verursacht 50 Punkte zusätzlichen Strahlungsschaden. Ist tatsächlich so ein Abklatsch der ersten legendären Waffe, die wir gefunden haben von der Red Kakerlake damals. Also wir finden irgendwie nur Trash. Und der hat jede Menge cooles Zeug dabei gehabt. Ja. Ich habe gerade so geguckt und dachte gerade, das Boot wäre losgefahren wegen dem Wellengang. Finde ich aber tatsächlich cool, dass sie den Wellengang haben. Es geht nämlich auch tatsächlich zurück, das Wasser. Also da haben sie sich ein bisschen Mühe gegeben. Finde ich super. So, ein paar Mal in die Eier und dann ist gut. Dasselbe wiederholen wir jetzt hier. So, ihr Fallensteller. Ihr merkt, das ist nicht mehr so einfach, wie es mal war, ne? Ups. Sag mal, denkst du eigentlich, ich kann das nicht?
kann sogar eine Granate werfen, Mann. Verpiss dich. Ja, was haben wir jetzt noch? Ein Gegner sehe ich noch. Fahren wir nochmal nach oben, wenn es geht. Ich glaube nämlich, dass der oben ist. Tatsächlich. Ja, Douglas hat sich hier endlich mal gezeigt. Du bist der perverse Typ, der den Typen da einfach aus Spaß abgeknallt hat, ja? Du siehst ja, was du davon hast. Das ist nicht so gut gelaufen. Und den Rest, den kloppe ich dich voll ein hier. Siehst du, ich kann auch kloppen. Nur machen wir fast gar keinen Schaden. Ich glaube, so geht's schneller. Aber wir haben auch gar keine Munition mehr. Wart mal, Douglas. Während du so hilflos auf uns niederschießt, gebe ich dir mal einen goldenen Schuss. Ja, geheimnisvolles Holoband. Hören wir uns doch mal an. Geheimnisvolles Holoband. Das hört sich doch schon so krass an. Wir warten wohl, bis die Kampfmusik vorbei ist. Die sollte ja jetzt eigentlich mal ausklingen. Oder auch nicht. Ja, Douglas Schlüssel. Verdammt nochmal, ja. Oh yeah. Wahrscheinlich gibt es noch Douglas Kiste. Wo die ist, weiß ich jetzt nur noch nicht. Ich möchte halt nur, dass die Kampfmusik aufhört. Ich finde die... Jetzt ist gut. Ja, da ist noch ein Einzelner. Ich hoffe, die Kampfmusik fängt jetzt nicht wieder an. Na komm, zeigst du dich? Ja, der ist ja auch schnell down, wenn wir ihn treffen. Der haut uns hier die Deckung weg, der Penner. Oh, ich habe aus Versehen irgendwas Großes gelegt. Eine Nuka-Mine oder eine Atommine. So, jetzt aber. Jetzt haben wir endlich Ruhe. Jetzt würde ich mir gerne das Holoband anhören. Tja, das war's dann. Ich bin am Arsch. Dieser Scheißnebel. Man sollte meinen, ein Leuchtturm wäre gut zu sehen. Aber nicht hier. Was für ein Nebel. Unglaublich, dass ich mich dazu überreden ließ. Woher will ich wissen, dass diese Frau nicht verrückt ist? Langsam glaube ich, dass sie sich die ganze Geschichte nur ausgedacht hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Einen Fallensteller erledigen, um den Tod ihres Mannes zu rächen. Es klang so einfach. Hätte ich diese gottverlassene Insel doch nie betreten. Scheiße, da kommt was. Okay. Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich an, als würde die Alte mit uns Trickchen spielen. Aber ich würde sagen, wir machen mal hier Schluss für diese Aufnahme und kümmern uns dann das nächste Mal drum. Es gibt nur eins, was ich noch gerne tun würde, bevor wir die Aufnahme beenden. Und zwar...